Zum kommenden Sommersemester sollen Studierende ein bundesweites Ticket zum monatlichen Preis von 29,40 Euro nutzen können. Das entspricht 60% des Regelpreises für das Deutschlandticket. Darauf haben sich Bund und Länder nach langem Hin und Her geeinigt. Vertreter der Studierenden fordern nun, die konkrete Umsetzung rasch zu gestalten und sprechen von einem mehr als herausfordernden Zeitrahmen bis zum Sommersemester 2024. Skepsis herrscht auch angesichts der unklaren Finanzierung des Deutschlandtickets ab dem kommenden Frühjahr. Die studentischen Vertretungen hatten schon seit langem ein bundesweites Semesterticket gefordert. Seit dem Start des Deutschlandtickets wird darüber diskutiert, wie sich bestehende regionale Semestertickets in das neue bundesweit gültige Angebot integrieren lassen. Weil die bisherigen Semestertickets solidarisch finanziert sind, sind alle betroffenen Studierenden verpflichtet, eines abzunehmen.